Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 7. Dezember 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und natürlich, wie geht es dir dabei? Das sind Tagestendenzen. Und heute haben wir auch den Neumond im Schützen. Also Schütze ist ja ein Feuersternzeichen. Und wir haben auch gleichzeitig heute einen Portaltag. Der Portaltag der Manifestation. So also Schütze steht auch für Vision und Manifestation. Also hast du heute die Möglichkeiten, wunderbar deine Ziele, dein Vorhaben, dein Plan einfach zu manifestieren, im Universum abzusenden und der Kraft des Vollmondes und des Portales dazu optimal nutzen. Diesbezüglich werde ich auch noch ein energetisches Ritual heute Abend anbieten, aber dazu Näheres am Ende des Videos. Also, was sagt uns heute diese Portal. Also es geht heute um Selbstverwirklichung auch, dass wir das auch erkennen, dass wir auf der Sprache unseres Herzens hören und also unsere innere Führung folgen und dass wir da vollkommen darin vertrauen. Wenn wir im Einklang mit dem eigenen inneren Führung sind, dann wandeln wir auf dem Weg unsere Bestimmung, also was für unser Seelenplan vorbestimmt ist, ja? Und so gestatten wir uns selber dann auch wahrhaftig so zu sein, wie wir sind, und auch können wir dann auch diese Verwirklichung auf alle Erfahrungsebenen in unserem Lebensplan erfüllen. Was heißt das? In allen Erfahrungsebenen. Vielleicht muss unsere Seele diesen Schmerz auch manchmal erfahren, damit wir das Gute nachher viel besser zu schätzen wissen. Also nichts geschieht, also ohne Grund, ohne Sinn. Und also heute ist der Tag dafür da, dass du sehr gut darauf achtest, dass deine Erfahrungsebenen immer in positive Richtung ausgerichtet sind, also positiver, schöner und gütiger Qualität. Also wir können ja auch Leid erfahren, aber wenn wir uns auf positive Art und Weise ausrichten und unsere Gedanken positiv formulieren, dann werden wir auch diese Erfahrungsebenen in unser Leben ziehen. Gestatte auch dir, hier zu heilen, also in allen Bereichen deines Bewusstseins, also deines Seins, und dann kannst du auch diese allumfassende Liebe auch spüren und ausstrahlen. Also strebe mehr nach Gutem und nach Schönen, nach Positiven, nach Reinen, nach Liebe. Und gib das auch weiter, gib das auch weiter in deinem Umfeld, auch an deine Kinder, an deine Mitmenschen, an deine Arbeitskollegen, an deinen Partner, an deine Eltern. Gebe diese Gefühl, diese hochschwingende Gefühl, diese Energie der Liebe weiter. So wirst du dann auch wirklich Fülle und Reichtum in dein Leben ziehen. Diese Erfüllung, weil du erkennst, dass du wirklich in so eine innerliche und äußere Fülle eingebettet bist, wenn du diese Liebe fließen lässt. Also dann überkommen dich Gedanken der Dankbarkeit, überkommen dich Gedanken ja, der Freude, also einfach sehr hochschwingende, schöne Gefühle. Und dann merkst du auf jeden Fall auf einmal, wie reich du doch bist, wie viele positive Eigenschaften, wie viele positive Erfahrungen, wie viel Schönes du doch in dein Leben hast. Und versuch das nicht alles nur auf materiellen Gütern zu bemessen, was für ein Auto fährst du oder sonst was, sondern schau dir auch deinen Seelenwachstum an. Wie weit ist deine Seele schon auf den Weg fortgeschritten? Wie viele Erfahrungen du gemacht hast, wie viele Erfahrungen du toll einfach gemeistert hast, ja? Und du wirst auch diese unermesslichen Reichtum erkennen. Also
Und du wirst dich auch grenzenlos fühlen. Du hast dann auch das Gefühl, ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Und dann wirst du auch erkennen, dass du wirklich ein Teil der Schöpfung bist. Und mit jedem Augenblick kannst du dein Leben umwandeln in innere und äußere Reichtum. Also in unermessliche Reichtum, einfach indem du in diese Energie hineingehst und schau mal, was dann passiert, ja? Und unterbrich das bitte nicht, diesen Energiefluss, weil mit jedem negativen Gedanken kannst du das unterbrechen, ja? Sei bereit, wirklich das in dein Leben zu empfangen und zuzulassen. Und jetzt, wenn ich schon mal dran bin, sage ich dir auch weiter, ich unterstütze dich heute mit dem Ritual und auch energetisch noch zusätzlich dabei. Wichtig ist, dass du es klar formulierst für dich, was du haben willst und dass du dich wirklich darauf ausrichtest mit deinem Fokus, ja? Und dazu brauche ich deinen Namen, den Namen deines Seelenpartners und natürlich deinen Wunsch, dein Ziel. Und dann wird das Ganze auch nochmal du, dein Seelenpartner und natürlich auch eure Situation oder euer Wunsch nochmal energetisiert. Also sehr, sehr hochschwingend. Das sind die Energien einfach von heute. Und schließe bitte deine Augen und tauche jetzt erstmal in der Energie der Kristallschale ein. Du konntest gut entspannen. Und hier die erste Karte für euch beide, Venus Morgenstern, die Schöpferkraft. Der Schnee von gestern ist vorbei. Ich sehe, was ich ernten will, im Einklang mit dem Zyklen des Mondes und dem werdenden Licht der Sonne. Also es geht hier wirklich darum, dass jetzt ein Zyklus zu Ende gegangen ist. Natürlich sind da auch immer neue Mondzyklen, aber auch im Globalen, jetzt mit dem Portal Schnee von gestern ist vorbei. Also es kommt jetzt eine neue Energie, ja? Und dazu lese ich dir eine kleine Meditation vor, tauche einfach in ihre Energie ein. Nimm dir Zeit und verbinde dich mit Mond und Venus, den zwei unterschiedlichen Kräften der Weiblichkeit. Stelle dir nun den Mondzyklus vor und den Zyklus der Frau, welche die Venus verkörpert. Das verspielte Mädchen ist zunehmend Mond, welches neue Ideen und kreative Impulse aus der Liebe ihres kindlichen Herzens hervorbringt. Die Jungfrau, Rebellin und Kriegerin in zunehmenden Halbmond, die für sich selbst entsteht, sich ausprobiert und sich in all ihre Facetten erfährt. Die erotische, sexuelle, verführerische Frau, in der Zeit von zunehmenden Halbmond zu Vollmond, die Mutter, die empfängt, versorgt, nährt und Leben gibt, die Schnitterin in abnehmenden Mond, die trennt, löst, wandelt und abgibt, die weise Alte, die einfach da ist. Erkenne all diese Facetten. Lilith, die in den bestimmten Mondphasen in Erscheinung tritt, die unabhängige, unbezähmbare, selbstbewusste, selbstbestimmte Frau. Löse dich in deine Vorstellung aus all den Rollen der Weiblichkeit und verbinde dich wieder mit deinen reinen und wahren Essenz, die Liebe ist. Im Zentrum deines Seins stelle dir vor,
wie deine Essenz wieder in ihrer Vielfalt und unzähligen Facetten der Weiblichkeit im Lichte des Mondes erstrahlen kann. Welche Facette deines Seins möchtest du jetzt mehr leben? So, das war die Meditation für euch beide. Also ich hoffe, das hat dir gefallen und konntest du das auch wunderbar annehmen. Und dann beginne ich jetzt mit der Seite deines Seelenpartners hier mit den Venuskarte heute. Also er hat den Übergang. Ich bin eins mit allem, was ist. Ich bin bereit für den Übergang. Ich gehe weiter. Also es passiert bei ihm auch ganz viel. Also er befindet sich in einem Übergang. Verzeihung. So, Abschluss und Vollmond des bisherigen. Schließe Friede mit all dem, was bisher geschehen ist. Ein großer Zyklus will sich in deinem Leben vollenden. Ein großer Übergang steht unmittelbar bevor. Schließe ab, was zu beenden ist, unbedingt. Denn nur dann kann sich das Neue entfalten. Verharre nicht, sondern gehe weiter. Bereite dich auf einen großen Sprung vor. Nur selten im Leben gibt es derartige Übergänge mit derartigen Möglichkeiten. Du bist in eine allumfassende Urkraft eingebettet, eine galaktische Urkraft. Allumfassende Wahrnehmungen der Einheit sind möglich. Nutze diese Momente, denn sie inspirieren dich auf eine sehr tiefgreifende Ebene. Also etwas soll hier beendet werden, großer Zyklus im Leben, und ja, dass er damit abschließt und damit das Neue entfaltet werden kann und dass er halt nicht daran verharrt, sondern auch weitergeht und auch diesen großen Sprung wagt. Also er hat ja auch echt Ängste, ja? Ja, also wie können wir bloß dem Seelenpartner helfen? Also gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deinen inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Also Engel der Liebe sagen ihm auch schon, Mensch, ein Schubser, geh doch auf deine Partnerin zu, gib dir doch einen Ruck. Das ist wirklich, vertrau uns doch, das ist doch wirklich, ja, große Liebe ist es wert, ja. Und folge deine innere Führung. Das ist dein Seelenplan. Also er bekommt sogar von den Engeln schon diese Schubser, ja. So, was? Ja, und die Empathie. Ich erweitere meine Wahrnehmung und entwickle dadurch mehr Empathie. Also was bedeutet das? Dass er sich immer mehr in dich hineinversetzen kann. Also dass er das immer mehr zulässt und auch mal das von deiner Seite betrachtet, wie sehr du dem, ohne irgendwie was von ihm zu verlangen, einfach liebst, in diese Bedingungslosigkeit bist. Und er kann auch in dieses Gefühl hineintauchen, also dich verstehen, also diese Empathie empfinden, sich in dich hineinversetzen. Und das ist durchaus schon positiv, also das deutet schon auf Entwicklung. Und guck mal, die Liebende, öffne dich für eine himmlische Herzverbindung und er weiß, dass du die Liebende bist, dass du dem grenzenlos liebst, das weiß der, das weiß der. Und auch wirklich, er ist kurz dabei, also öffne dein Herz für diese himmlische Herzverbindung, ja. Er kämpft mit sich, aber dennoch, guck mal, Seelenpartner, eure Herzen schlagen im Gleichklang. Eure Herzen schlagen im Gleichklang. Und Seelenpartner, kommt die Karte und das ist unglaublich hier, die Botschaften sowieso. Also, und hier kommt nochmal ein deutliches Ja mit dem Seelenpartner. Und ihr wisst ja, der Neumond, also passiert ganz viel auf Seelenebene. Ja, ganz viel auf Seelenebene. Deswegen ist dieser Tag heute auch besonders wichtig, ja, in Seelenprozesse, Seelenpartnerprozesse. Und du bist seine wahre Liebe. Das ist eine Liebe, wie es sie nur einmal im Leben gibt. Also diese Liebe gibt es auch nicht noch einmal. Und das ist wirklich
Ja, über diese jetzige Leben hinaus, also ihr wart mehrere Inkarnationen und so eine tiefe Verbundenheit. Und diese wahre Liebe, das wird ihm heute ganz, ganz, ganz bewusst. Also er hat auch starke Sehnsucht, also Seelensehnsucht, seine Seele sucht nach dir, ja, auch wenn er das noch so im Ego, schau mal, auch wenn er das noch so im Ego unterdrückt, und das ist wirklich so, noch so im Ego, und auch wenn er nicht weiß, wo das hinfährt, also diese Hin- und Hergerissenheit und dieses materielle Einstellung, ja, das ist ja so materialistisch eingestellt. Ja, hatte sich ja so zurückgezogen, so extrem. Aber diese Gefühle kommen bei ihm heute hoch. Das kann er gar nicht unterdrücken. Und hier, Engel des Vertrauens begleitet ihn, bitte ihn um seine Kraft und dass er dich damit erfüllen möge. Und Engel der Stille. Es bringt dir Erkenntnis. Also er wird sich auch heute mal für stille Stunde, Entschuldigung, ein bisschen zurückziehen. Und da kommt er auch wieder in sein Vertrauen. Also diese Gefühle kommen einfach in ihm hoch. Durch diesen Neumond wird das hochgespült. Und Engel für Wohlstand und Fülle. Ich lasse es zu, dass mich das Leben reich beschenkt. Also, wie ich das auch sagte. Eine Fülle ist was anderes wie nur Geld, ja, materielle Sachen. Und er fokussiert sich vielleicht noch zu sehr auf das Materielle. Wenn er aber seinen Blick ein kleines bisschen, also in diese Richtung Fülle lenken würde und auch alle Geschenke des Lebens so annehmen könnte, ja, dann wäre das auch Erfüllung auf der Liebesebene, Erfüllung im Beruf, Erfüllung im Leben, alles Positive in sein Leben fließt, ja. Nicht nur das Geld, weil das Geld alleine macht nicht glücklich, ja. So, und hier kommt wieder die Karte Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, glaube daran. Also unglaublich, die Legung, unglaublich jetzt schon. Was ist eure Karma-Karte? Heute das heimliche Treffen. Ja, das heimliche Treffen spiegelt sich jetzt, kommt in das Bewusstsein hoch aus dem Unterbewussten. Vielleicht wart ihr im früheren Leben ein heimliches Liebespaar, warum auch immer. Ihr durftet nicht zusammen sein. Vielleicht waren auch gesellschaftliche Schichten zwischen euch. Ja, das kann natürlich auch möglich sein. Oder unterschiedliche Glauben, das Alter, die Eltern waren dagegen, wie auch immer, durfte nicht sein. Und deswegen dieses heimliche Treffen schwingt ja hier nochmal mit. Und natürlich hier die Karte Einladung. Ja, ich überlege schon längere Zeit, mich bei dir zu melden. Ich möchte dich auch sehr gerne einladen. Einladen zu einem schönen Abendessen, vielleicht sogar zu einer schönen Reise. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dich sehen will. Wenn ich an dich denke, dann hüpft mein Herz voller Freude. Ich freue mich schon auf dich und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die ich mit dir verbringen werde. Ich liebe dich. Bis bald, meine geliebte Seelenfrau. Oh, da krieg ich Tränen. Das ist unglaublich. Also so viel Gefühl und auch diese Karten. So viel Gefühl, das ist unglaublich schön heute. Ich freue mich mit euch. So, welchen Glaubenssatz hat der Seelenpartner heute? So, ich habe keine andere Wahl. Ja, liebe Seelenpartner, nimm dich selbst in den Arm. Spürst du, wie gut dir das tut? Dann sprich voll Überzeugung und mit Gefühl folgenden Satz. Verzeihung, ich entscheide mit dem Herzen, daher erziele ich immer das beste Ergebnis. Ich entscheide mit dem Herzen, daher erziele ich immer das beste Ergebnis. Ich entscheide mit dem Herzen, daher erziele ich immer das beste Ergebnis. Einatmen und das Gesprochene integrieren. Wurzelchakra ist blockiert, stell dir die Farbe Rot
vor und fülle deinen ganzen Körper mit dieser Farbe auf. Du kannst roten Nebel einatmen und die rote Farbe baden und stell dir eine rote Rose vor. Lass deine Fantasie freien Lauf, dann spreche laut oder im Gedanken: Ich habe einen starken Lebenswillen, fühle mich sicher, ich bin voll Kraft, Urvertrauen und Leidenschaft. Ich habe einen starken Lebenswillen. Fühle mich sicher. Ich bin voll Kraft, Urvertrauen und Leidenschaft. Ich habe einen starken Lebenswillen. Fühle mich sicher. Ich bin voll Kraft, Urvertrauen und Leidenschaft. Einatmen und integrieren. Das war die Seite deines Seelenpartners. Und jetzt schaue ich mal einfach hier deine Seite an und für dich kommt, oh, steht noch Kopf, also für dich kommt die Begegnung. Lerne aus deinen Begegnungen, höre und spüre, entwickle eine offene Sprache. Also ist auch für dich eine offene Sprache zu entwickeln, ist wichtig. So. Die Begegnung, das ist ja schon so viel versprechen, die Begegnung, ja. So, achte auf jene Menschen, die dir begegnen, sei aufmerksam bei diesen Begegnungen, sie wollen dich etwas lehren, dich auf etwas hinführen, du ziehst in deinem Leben jene Menschen an, zu denen du Resonanz in dir trägst. Keine Begegnung ist zufällig, jede Begegnung entspringt aus dem Einverständnis deiner Seele. Achte auf deine Sprache, setz mit deinen Worten niemals dein Gegenüber unter Druck. Die Begegnungen verlangen von dir eine offene, wertfreie Sprache. Warum? Dass du halt offen bist, das ist auch in erster Linie ganz wichtig, und dass du nicht in der Bewertung bist, dass du sagst, das ist schlecht, du hast das gemacht, offen und wertfrei, also einfach zulassen und annehmen. So, die Engel sagen, bleib verspielt, also Verspieltheit, um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also das bedeutet, dass du locker bist und nicht Druck ausübst, nicht unbedingt eine Beziehung willst, sondern also so einfach locker bist, ja? So, und denke nochmal darüber nach, sagen dir die Engel, also wie du diese Begegnung dann auch wirklich oder diese Kommunikation mit deinem Seelenpartner gestalten würdest. Also hier sage ich intuitiv hier, habe ich jetzt die Feder, intuitiv hier dunkelblau, Michael mit dem Schwert, trenne das Alte ab, wie du dich bisher verhalten hast, komme in deine Klarheit, hier guck mal, das dritte Auge, deine Intuition und hier der Halschakra, eine offene Kommunikation, ja, trenne alles Alte ab mit dem Schwert und dann offene Kommunikation und ja, auch in deine Klarheit. Du wirst hier daran sehr wachsen. Ein Schlüssel zur Liebe ist die Selbstliebe. So, was mir auffällt, hier zwei Kelche. Denke ich mir, dass es hier zwei Kelche sind, ja. Dann wirst du in deine Meisterschaft kommen. Dann wird auch diese Liebe stattfinden, wenn du dich in deine Selbstliebe bist und aus dieser Enttäuschung rauskommst. Die Enttäuschung ist das Ergebnis einer Illusion. Also eine Enttäuschung hat man immer, wenn man eine Erwartung hat. Geh aus dieser Erwartungshaltung raus. Also du sollst dich erheben in diese Seelenpartnerschaft, Beziehung. Also du sollst bedingungslos lieben. Das ist das Ziel. Ja? Und reinige dich. Ich reinige mich innerlich und lasse alte Gedanken, Gefühle und Energien jetzt los. Wie jetzt hier auch diese Erzengel Michael. Also reinige dich, denke darüber nach, auch deine Gedanken, überprüfe nochmal. Ja, also natürlich kannst du dich auch innerlich reinigen, äußerlich reinigen. Reinigen ist immer gut. Du kannst auch räuchern, du kannst auch wunderbar mit Salzen arbeiten. Also viele, die mich kennen, die kennen auch, dass ich hier mit den Salzen der magischen Manufaktur arbeite.
Also das sind auch eine spezielle energetische Salze. Das könnt ihr auch bei mir bekommen. Also ich zeige dir auch jetzt hier ein Salz, was ich hier habe. Das ist der Salz, der Geheimnis der Aphrodite hier. Also das duftet auch so herrlich und da kann man auch Fremdenergien mit aufnehmen. Kann man auch zum Beispiel jetzt bei dem Liebeslegung, das fördert hier die Sinnlichkeit. Deswegen habe ich das da, ja. Also in meinem Behandlungsraum habe ich den magischen Salz der Iris. Das nimmt die Fremdenergien auf. Also wollte ich dir nur kurz erwähnt haben. Also natürlich kannst du das bei mir bestellen, ist auch nicht so teuer. Also ich glaube, eine große Packung, die eine 18, der andere 19 Euro. Also schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben, heute für dich, ja. Und dass du auch Liebe zeigst. Finde heraus, was den Menschen, die du liebst, wichtig ist und handle danach. Also, du kennst ja deinen Seelenpartner, du weißt, was ihm wichtig ist, handle danach. Und es ist wichtig, die andere von Herzen wirklich zu lieben, vom Herzen zu lieben, ja. Nicht damit der auf dich zukommt, nicht weil dies oder jen, einfach so, ja. So, und ist der Kreislauf, also atme den heiligen Strom des Lebens aus und der Quelle Gottes und der Göttin in deine Zellen und Organe. Also es findet ein Kreislauf bei dir statt. Also du kannst diese Energie auch mit deiner Atemtechnik einatmen, also einatmen und dabei eine besondere Atemtechnik verwenden, dass du besonders und bewusst, also in jede Zelle und in jedes Organ, diese Energie jetzt heute von diesem Neumond und das in dich hineinschickst, ja. Und dann kommt der Engel der Reinheit, begleitet dich, nimm ein Bad für Körper und Seele, übergib alles, was nicht der Freude dient, den Helfern der Göttin, also ein Bad. Und dazu sage ich auch wieder, der wunderschöne Salzbad. Also die Salze, die kann ich dir wirklich empfehlen. Also wirklich für kleines Geld sind die wirklich unglaublich wirkungsvoll. Also ich habe da jedes Mal Freude damit, auch wenn ich bade, kommt das immer in meinem Badewasser rein. Also dich begleitet Engel für Liebe und Beziehungen. Ich lasse Liebe in meinen Beziehungen fließen. Dass du einfach auch die Liebe heute fließen lässt in alle deine Beziehungen und Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidungen, damit nicht über mich entschieden wird. Also, dass du selber eine Entscheidung triffst, dass du sozusagen vorgehst, also bevor jetzt irgendwas über dich entschieden wird. Und kommt jetzt eine Warnkarte für dich, eine riskante Versuchung, der Schein trügt, also überprüfe heute wirklich wieder genau, was versucht dich zu täuschen, wo ist dieser Schein, der dich trügt, vielleicht hat er dich blockiert, vielleicht hat er dann irgendwas gemacht und damit du ihm loslässt, das ist eine Prüfung von Universum und das ist eine riskante Versuchung und du wirst geprüft, ob du diese Versuchung überstehen kannst, ja, und auch noch an eure Liebe glauben kannst, ja. Also so würde ich das deuten. Auch vielleicht hat er was Negatives gesagt, also lese zwischen den Zeilen, ja, das ist das Wichtige, ja. Was sagen die Soulmate-Love-Karten? Also, heute gehe in deine Leichtigkeit. Du hast heute starke erotische sexuelle Anziehung für deinen Seelenpartner und du wartest, du bist in dieser Warteposition, du wartest auf die Nachricht, auf die Kommunikation, du wartest da drauf, ja? Das ist die Energie bei dir heute. Und was schwingt hier mit noch aus dem früheren Leben? Oh, die Sexualität spielt hier bei euch eine große Rolle, also auch bei dir spielt das eine große Rolle und das kommt heute noch mal besonders hoch. Verzeihung, aus dem früheren Leben. Ich habe morgens immer so einen Frosch im Hals, also ich weiß nicht. Ich hätte besser meinen Kaffee mitgebracht oder meinen Tee. Also auf jeden Fall hier diese Sexualität schwingt noch mal mit dir heute mit,
also diese Energie einfach, ja. Und auch diese Sehnsucht wird bei dir heute stärker, ja. Und dann kommt die Karma, also deine Seelenbotschaft an ihm ist die Karma. Ja, ich weiß, wir kennen uns schon aus früheren Leben und auch in diesem Leben hatten wir Schwierigkeiten zusammenzukommen. Immer wieder wurden wir getrennt oder sind erst gar nicht zusammengekommen und immer wegen Dritten. Man hat uns immer Steine in den Weg gelegt und nun ist es wieder so, dass wir diesen Problem des Karmas haben. Eine Karma-Ablösung wäre angebracht. Helfe uns mit einer Karma-Ablösung. Also, deine Seele bittet ihn darum, aber du weißt ja auch, du kannst das ja auch machen. Also, wenn du auch an dir arbeitest, dann wirkt das auch sozusagen für beide, wenn ihr gemeinsam eine Karma habt, ja? Also das kannst du auch bei mir in der Hypnose buchen, Karma-Ablösung, ja. Karmische Blockadenlösung. Also Glaubenssatz. Also dein Glaubenssatz ist, das Leben bedeutet Pflichten. Nimm dich selbst in den Arm. Spürst du, wie gut dir das tut? Dann sprich voller Überzeugung und mit Gefühl folgenden Satz. Meine einzige Pflicht ist es, mein Leben zu genießen. Meine einzige Pflicht ist es, mein Leben zu genießen. Meine einzige Pflicht ist es, mein Leben zu genießen. Einatmen. Und das Gesprochene integrieren. So. Kronenchakra, stell dir die Farbe lila vor und fülle deinen ganzen Körper mit dieser Farbe auf. Du kannst lila Nebel einatmen oder in lila Farbe baden und stell dir ein Lavendelfeld vor. Lass deine Fantasie freien Lauf, dann spreche laut oder im Gedanken. Meine Intuition und Hellsichtigkeit nehmen täglich zu. Ich bin mit dem Himmel und der Erde verbunden. Meine Intuition und Hellsichtigkeit nehmen täglich zu. Ich bin mit dem Himmel und Erde verbunden. Meine Intuition und Hellsichtigkeit nehmen täglich zu. Ich bin mit dem Himmel und der Erde verbunden. Einatmen und integrieren. Also, es geht hier heute auch darum, wenn deine Kronenchakra blockiert ist, dass du das bewusst machst. Natürlich kannst du auch hier bei mir energetisch nochmal eine Sitzung buchen oder einen Chakrenausgleich buchen. Das können wir aber auch während des Gesprächs machen. Dann kann ich auch mal deine Chakren in deine Chakren hineinfühlen, kann ich dann direkt auch energetisch daran arbeiten. Und deswegen kann ich das auch am besten am Telefon, lasse ich dann auch so vieles von mir mit hineinfließen, wenn wir miteinander in Kommunikation sind. So viel dazu. Jetzt nochmal zu heute Abend, zu diesem Neumond- und Portal-Ritual. Ja, also um 22.22 Uhr beginne ich mit einem kraftvollen energetischen Ritual. Also ich habe auch Infos bekommen, ich werde auch bestimmte Essenzen hier für euch mischen. Also ihr könnt wunderbar die Neubeginne jetzt manifestieren, also eure Visionen. Und natürlich seid ihr auch aufgefordert, gedanklich, also dieses Ritual zu begleiten. Natürlich, wenn du das gebucht hast, wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann sage ich dir auch Näheres dazu. Und natürlich geht dieses Ritual von 22:22 Uhr bis 22:44 Uhr. Ich brauche deinen Namen, den Namen deines Gegenübers und deinen Wunsch, also was du, deine Vision, was du wirklich haben willst, das Endprodukt, die Vision, nicht jetzt 1000 Wünsche, sondern das Endprodukt, deine Vision, ja? So, und dann werde ich auch um 23 Uhr bis 23:30 Uhr mit Reiki Groß und Lichtgrade daran arbeiten. Natürlich bekommst du diese Energie, dein Gegenüber und natürlich auch euer Wunsch speziell wird aufgeschrieben und jeden Wunsch behandle ich ganz intensiv eine halbe Stunde lang. Also, wenn du daran teilnehmen willst, heute ist ohnehin schon ein sehr günstiger Tag dafür,
dann kannst du das über den E-Mail machen, über den E-Mail meines Homepages, also der Kontaktformular, und zahlen per PayPal. Und das, dieser Ritual mit Energiearbeit kostet heute 90 Euro. Es ist sehr, sehr kraftvoll. Nutze das, also sehr gerne kannst du dabei sein. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.